Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video bei ettutorials.de. Mit diesem Video und mit diesem Artikel möchte ich eine kleine Artikelserie starten. Es soll um das Thema komplexe Zahlen gehen und zunächst möchte ich einmal erklären, wozu man komplexe Zahlen eigentlich benötigt. Wir haben in der Vergangenheit Wechselstromnetze so berechnet, indem wir uns das Zeigerdiagramm angeguckt haben, beispielsweise hier für diese einfache Reihenschaltung aus 2 Ohm-Schwingwiderständen und einer Induktivität haben wir den Strom in die X-Achse gelegt und dann hatten wir letztendlich die Spannung an Ohm-Schwingwiderständen ebenfalls in der X-Achse, die Spannung an Induktivitäten um 90 Grad voreilend, also die Spannung ULM zeigt hier nach oben und so konnten wir durch die geometrische Addition der beiden Zeiger die Gesamtspannung an diesen beiden Impedanzen, also an den Ohmschen Widerstand und an der Induktivität berechnen und hatten so unsere Spannung U und dazu konnten wir dann noch die Spannung an RL berechnen, noch dazu addieren und kamen dann auf die Gesamtspannung UG. Das ist in diesem Fall noch relativ einfach, weil wir schön viele rechte Winkel haben und letztendlich dort die Zeiger sehr gut addieren können. Wenn wir jetzt diese Ohmwiderstände und auch diesen induktiven Widerstand austauschen gegen eine Impedanz, dann sieht die Sache schon ein bisschen komplizierter aus. Das Zeigerdiagramm habe ich hier einmal aufgezeichnet. Diese Impedanzen habe ich als ohmisch induktiv angenommen. Das heißt, die Impedanzen haben einen Phasenwinkel zwischen 0 und 90 Grad. Und dort sieht das Zeigerdiagramm deshalb etwas komplizierter aus, weil wir keine schönen rechten Winkel haben und wir dann entsprechend die Teile letztendlich einzeln ausrechnen müssen und einzeln addieren müssen, beziehungsweise über irgendwelche Sinussätze uns dadurch diese Schaltung hangeln müssen. Das ist schon aufwendiger und je komplizierter die Schaltung wird, umso aufwendiger wird es dort mit reinen Zeigerdiagrammen zu arbeiten. Bei manchen Rechnungen kommt man mit Zeigerdiagrammen überhaupt nicht weiter und deswegen nutzt man die sogenannten komplexen Zahlen. Ich möchte das mal einmal durchexerzieren an einem einfachen Beispiel. Wenn wir nochmal eine Spannung haben an einem Ohmschen Widerstand und eine Spannung an einer Induktivität, dann nutzt man halt die komplexen Zahlen und die sehen so aus, dass wir neben der rein reellen Achse, die wir aus der Mathematik kennen, wo beispielsweise die natürlichen Zahlen und auch die ganzen Zahlen, die rationalen Zahlen entsprechend hier aufgetragen sind, auf der X-Achse. Neben diesen rein reellen Zahlen nutzt man eben auch imaginäre Zahlen. Das heißt, man spannt letztendlich die Achse weiter auf in eine Y-Achse und dort hat man auf der X-Achse reelle Zahlen, die wir bislang in der Mathematik auch so kennen und eben diese zusätzliche Achse, die imaginäre Achse. Und damit man die Zahlen auf der reellen Achse und die von der imaginären Achse unterscheiden kann, werden die Zahlen auf der imaginären Achse mit J bezeichnet. Die Mathematiker machen das ein bisschen anders, die nutzen dann den Buchstaben I. In der Elektrotechnik ist das I aber schon belegt durch die Stromstärke und deswegen arbeiten wir Elektrotechniker mit dem Buchstaben J. Und wenn man sich jetzt mal anschaut, wenn wir zwei Zahlen addieren möchten, dann haben wir hier einmal eine Zahl 1, 2, 3, 4 in der X-Achse. Deswegen hat man hier einen Realteil von 4 und einen Imaginärteil von 0. Das heißt, die Zahl lautet 4 plus 0j, das 0j lässt man häufig auch weg. Hier lasse ich es mal drin, damit man das mal sieht, wie sowas aussieht. Und dort möchten wir jetzt die Spannung an der Spule addieren. Das heißt, wir gehen nochmal nach oben und zwar nur nach oben, also weder nach links noch nach rechts. Deshalb haben wir einen Realteil von 0 und einen Imaginärteil von 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und die beiden Zahlen, das sollen jetzt zwei Spannungen sein, die können wir jetzt addieren, indem wir hingehen und sagen, wir addieren einmal den Realteil und den Imaginärteil und kommen dann auf 4 plus 6j. Und das wäre jetzt unsere
gemeinsame Spannung an dem Ohmschen Widerstand und an der Induktivität.